So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tekkit. Nach einer langen Zeit, weil das ist ja jetzt echt lang her, seitdem ich die letzte Folge rausgebracht habe. Und zwar, weil ich momentan dabei bin, einen normalen Minecraft-Server zum Programmieren und also mit Plugins und so. Und es dauert ziemlich lang. So, habe ich die zufällig ausgeschaltet? Und wenn ja, warum? Oder ist da einfach nur Bug drin? Lol. Wieso sehe ich da gerade ein Item? Aber es laufen alle, bis auf der. Was geht? Hä? Doch, der arbeitet da, aber man sieht es bloß nicht. Und der da hinten nicht oder was? Also arbeiten die ganze Zeit nur zwei. Eigentlich. Ach, ist mir egal. Ich gehe jetzt einfach mal wieder rauf. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was ich machen wollte. In der letzten Zeit. Nur ich alles vergessen. Aber es ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt nämlich wieder ein bisschen Rubber. Und ich wollte ja die automatische Farm machen. Nahrung ist mir wichtiger, habe ich gesagt. Da habe ich jetzt einen Harvester. Harvester, da brauchen wir ein paar mehr. Drei. Machen wir mal drei. Also sechs Scheren und drei Goldäxte. Sechs Scheren. Alter, das reicht gerade für fünf. Für vier. Achso, ich habe ja nochmal Eisen. Aha, cool. So. Jetzt habe ich sechs Scheren. Wieso hat der jetzt 8 Scheren gemacht? Alter, ich hasse diese Chest manchmal so sehr. Aber egal, jetzt brauche ich da Gold. Und ich brauche noch mehr 3 Gold. Also sonst geht's nicht aus. So, 3. 3. Schneller. Ja, endlich. So. Und dann brauche ich noch Sticks, wenn ich welche hätte. Cool, jetzt habe ich ein Stick Autocrafting. Ich weiß nicht, 4 glaube ich brauche. So. Yeah. Endlich. Durch das automatische Lagersystem werden wir voll verwöhnt. Und ich brauche noch mit 2. Ich request jetzt einfach mal 11, weil es egal ist. So. So. Was brauche ich jetzt noch für den Harvester? Factory Machine. Okay, das passt, aber da brauche ich mal, glaube ich, 60 gleich. Also 6 von den Plastik Sheets. Jetzt brauche ich Rubber. Ich weiß aber nicht wie viel. Ich nehme jetzt einfach mal 32. Und den muss man dann im Ofen tun, glaube ich. Wieso haben die keine Energie? Hoppla. Da hat der wenigstens Energie. Ja. Scheinbar nicht. Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich übelst lang. Ja, genau so ist. Toll. Jetzt ist mein Super Furnace wieder so langsam wie eh und je. Wie schaut es da denn aus? Ist schon wieder 16 Scrap. Nice. Wobei es nichts bringt eigentlich. Wie viel Scrap ist denn da drin? Scrap. So ein blöder Name. Und ich habe schon wieder nur noch zwei ein Nahrungsbalken. Scrap. So. Ja, jetzt habe ich wieder zwei Scrap-Kisten. Boah, gleich so viel. Was ist das? Habe ich auch Iron Dust gekriegt oder was? Nice. Na. Glaube ich nicht. Egal. So. Raw Plastik, wie viel breiter fährt's? Da kriegt man 4 von denen raus, also kriege ich 8. Und das darf dann eigentlich schon gelangen. Und jetzt brauche ich noch Stone. Wow, ich habe echt alles momentan.
6 für den hier. Was brauche ich dann für den Harvester noch? Oh, ich brauche bloß Orni eigentlich. Ja, nice. Brauche ich doch noch mehr. So, 5. Ach ja, und nochmal zu dem Minecraft-Server. Ich mache da einen ganz normalen Minecraft-Server, also nix Tacket, weil, naja. Und den gebe ich dann, den schreibe ich jetzt dann auch, sobald er fertig ist, und der jetzt Video. Aber wie gesagt, oder, das kann halt noch ein bisschen dauern. Ich weiß zwar nicht genau wie lang, aber auf jeden Fall noch eine gewisse Zeit. Alter, warum muss ich da alles einzeln reiten? Und wo ist jetzt meine Axt hier? Habe ich da schon 3. Ja, dann ist mir egal. So, was brauche ich dann für einen Planter? Planter? Flower Point. 3 Pistons. Da habe ich kein Problem damit. Pistons kann ich automatisch craften. Yeah. Das dauert so lang. Und dann brauche ich noch Flower Points. Die habe ich ja noch nie gemacht. Doch, stimmt, einmal habe ich es gemacht für da oben. Also zweimal das, dann brauche ich Lehm. Clay. 6 Bricks oder 9. Oh scheiße, ich brauche nochmal 3. Man muss ja an alles denken. So, 2. Alter, was ist das immer für scheiß Flacken? Und warum habe ich jetzt bloß 4 gemacht? Egal. Und da oben kommen wahrscheinlich dann die da hier. Die Pistons. Wow, ein Planter gleich. Jetzt brauche ich noch Raw Plastik. Und was gibt dann da? Ist das Gewitter oder was? Oder warum tut das immer so? Das macht mir voll Angst. Aber ich hab da gar keinen. Ah, nice. Der läuft schon mal wieder. Nochmal 6 Clay. Clay. Clay ist wunderschön. Nicht. So, wo habe ich dann einen Ofen? Wir müssen bald nochmal eine von denen Autocrafting machen. So, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Die brauchen Gott sei Dank nicht allzu viel Energie, aber ich weiß jetzt auch noch nicht, wo ich die machen soll. Scheiße, die haben bald keine Energie mehr, Mann. What can I do? Lol, wo das wieder hingeht. So, da ist leider keine Verbindung. Der hat keine Energie mehr. Was mir ja, wurscht ist, es ist Nacht. Okay, dann darf halt mein Query jetzt auch nicht arbeiten. Schauen wir uns gleich mal an. So, ich muss jetzt auch noch überlegen, wo ich die Harvesters hinmache. Wahrscheinlich mal ist da hier. Aber nur vielleicht. Das weiß ich noch nicht. Hui. So, jetzt machen wir mal wieder Nacht. Und jetzt darf der nämlich gleich weitergehen, was auch immer das ist. Oder nicht. Ja, dann ist egal. So. Alter, ist das ja voll hässlich. Vielleicht finde ich an dir. War schon cool. Aber da ist anscheinend immer noch Energie drauf. Das ärgert mich. Wow. Jetzt hol ich mal das Copper da oben. Ich hoffe, mein Query hat schon was Geiles gefunden, weil ich sehe ja das gar nicht. Ich muss ja da zuerst in meine Chest schauen. Alter, warum arbeitet die nicht? Das ist voll der Fail. Ja, okay, egal. Dann schaue ich halt wieder nach oben. Nach oben.
Und da aber der dritte auch nicht, wahrscheinlich weil das Signal nicht so weit reicht. Naja, kann man eigentlich nichts mehr. Oh, Entschuldigung. Ja, scheiße. Oh Mann, meine Nasi. Aber jetzt weiß ich, was ich mache. Und zwar in die zweite, ins Erdgeschoss, weil so oft bin ich ja da eigentlich gar nicht. Da vielleicht schon, da lasse ich es jetzt mal. Weh, was ist das für ein Kaktus? Kaktus. Ja, es war doch mal weg eigentlich. Aber egal. Da hinten geht es ja raus, dann mache ich es jetzt einfach mal da, oder? Dann ist das so mein Testroom oder whatever. Also als erstes machen wir da mal den Planter hier. Da brauchen wir natürlich dann eine Abfahrt. Dann brauchen wir RD. Und zwar so, weil weiter geht's ja nicht. Soll ich Erden mehr sein Kack. Ja, okay, egal. Das ist jetzt auch nicht Weltuntergang. Dann machen wir da drüben einen Cobblestone hier. Und da setzen wir dann den Harvester. Den muss man so setzen, dass das da ist. Okay, gut, der läuft noch nicht. Und da könnte man auch Mushrooms machen. Aber die wachsen komischerweise nicht. Und jetzt würde mich interessieren, ob ich Kartoffeln habe. Ich weiß nämlich nicht mehr genau. Jetzt muss ich jetzt mal schauen. Wenn ich es nicht habe, dann muss ich mal ein Villager-Dorf suchen. Nur das Problem ist, ich habe noch keins gesehen. Aber naja. Und außer die Brei an der Nahrung. Aber dafür, da kümmert die mich ja gerade drum. Ich habe 8 Kupfer gefunden. Nice. 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 So, aber jetzt brauche ich Erde. Und zwar viel Erde. Und jetzt leckt schon wieder übelst rum. Und das ist echt mies. Ich dachte, jetzt ist endlich. Jetzt hört es endlich auf mit dem Lecken, aber scheinbar triff ich nicht einmal die Treppen mit den Lecks. Also mache ich jetzt mal wieder einen kurzen Cut, weil das ist echt minderwertig so zum Spulen. Also bis. So, vielleicht ist es jetzt besser. Ich weiß es nicht. So, mein Ofen ist wieder mal auf 100%. Was ist. Okay, gut, das ist gar nichts. Warum habe ich da eigentlich so viel gemacht? Egal. Ich habe doch da noch irgendwann ein Diamond Pipe gehabt. Die ist eigentlich richtig geil. Oh, scheiße. Potatoes. Potatoes. Und Carrots. Mann. Und weil Wheat ist so umständlich. Okay, ich pflanze Wheat. Ich kann natürlich auch Zuckerrohr, aber was soll ich damit machen? Wow. Wow. Ein Fortschritt. Ach so, stimmt. Ja, stimmt ja, die heißen ja Seeds. Seeds und dafür habe ich wahrscheinlich 4 Milliarden. So. 15. Schaut, dass man Strom nicht teleportieren kann. Also ohne umständliche Methoden. Ihr wisst ja zwar, wie es geht, aber das ist übelst teuer. Ah, wunderschön. Wie der arbeitet. So, was haben wir so Neues? Haben die jetzt endlich wieder Energie? Oi, da, die müssen es. Ja, toll. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Da müssen sie so scheiß Upgrade reinhauen. Oder so ein Energie-Upgrade. Nur jetzt habe ich Erde vergessen. Naja, egal. Und Pipes, habe ich wenigstens Pipes dabei. Oh Mann. Muss ich wieder raufgehen. Ich brauche natürlich alles. Und da brauche ich nochmal so ein Dimensional Anchor. Anchor. Wie viel Cobblestone? Oh, scheiße. 16.000 Cobblestone. Das ist ja übel. RD. Habe ich auch eigentlich richtig viel. Nehmen wir mal 40. Dann brauchen wir noch Golden Pipes. Golden Pipes. Nehmen wir mal. Naja, 30. So, 30 müssen reichen. Tin 18 Kabel. Das ist eigentlich auch gut. Da verliere ich zwar Strom. Aber. Oida, ich habe 144 Iron. Seit wann habe ich so viel? Das weiß ich gar nicht mehr.
So, jetzt möchte ich mal... Achso, das ist ja die falsche Chest. Cool, dann wenigstens... Crap. Na, da muss ich auf Booth. Solar Panel. Kann ich da jetzt eigentlich schon eins craften? Nein! Scheiße. Es fehlt um drei Glas. Drei Glas. Ach, Glas. Glas. Aber es ist... Also wenn ich jetzt da alle Rohstoffe hätte, war das natürlich übelst geil. Weil ich muss natürlich jetzt eigentlich fast nur noch wenig craften. Aber ich mache dann nächste Folge weiter. Ich weiß nicht wann, wie lange ihr warten müsst auf die nächste Folge. Es kommt jetzt ganz drauf an, wie viel Zeit und Lust ich habe. Weil der Server, den wo ich da jetzt programmieren will, der ist natürlich auch sehr wichtig. Genauso wie das Let's Play. Also, bis zum nächsten Mal. Servus.